Ja, so kann es einem gehen. Hallo erstmal. Ich habe meinen Rechner kaputt gemacht und ich habe gedacht, ich nutze die Chance, euch einmal zu zeigen, wie man Plasma oder Ubuntu LTS 16.04 komplett neu einrichtet. Ihr seht, ich habe hier den blanken Bildschirm kurz nach der Wiederherstellung. Und ja, was habe ich falsch gemacht? Ich habe versucht, ungeduldigerweise ein Live-USB-Stick zu erstellen. Ich wollte nämlich auf meinem Rechner, der hier USB 3.0 hat, ein vollwertiges Linux-System installieren auf dem USB-Stick. Also kein Live-USB, so wie ich es euch schon mal erzählt habe in einem der Tutorials, sondern wirklich ein vollwertiges System, einen ganzen Rechner auf einem USB-Stick, den ich dann überall mit hinnehmen kann, wo ich Sachen abspeichern kann. Wie so ein Mini-PC, den ich dann an anderen Rechner benutzen kann. Also nicht zu verwechseln mit dem Live-USB-Stick, der nach dem Runterfahren wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird. Ja, und den Fehler, den ich gemacht habe, glaube ich, ich war zu ungeduldig. Das dauert nämlich unheimlich lange, bis das ganze System dann auf dem USB-Stick geschrieben ist. Man muss dabei natürlich unheimlich aufpassen, dass man den Bootloader auch auf den USB-Stick packt und nicht woanders hin, habe ich gemacht, ja. Aber ich war zu ungeduldig und dachte, es wäre was schiefgelaufen. Und da war es schon zu spät. Das System war kaputt, weil ich mittendrin abgebrochen habe. Also macht es nicht. Aber darum soll es ja jetzt heute gar nicht gehen, sondern ich möchte euch einmal zeigen, wie ihr euer Ubuntu neu einrichtet. So, und da wollen wir einmal ziemlich ausführlich vorgehen. Ihr wisst, wie immer muss ich meine Brille aufsetzen, wie in jedem Tutorial, fast in jedem, denn sonst sehe ich hier nichts. So, das ist das Thema oder die Themen. Als allererstes, ich mache es so wie auch in echt. Dieses Prozedere habe ich jetzt mittlerweile fünfmal durchlaufen. Ihr seht diesen wunderschönen blanken Plasma-Bildschirm und sieht nicht sehr toll aus. Da muss man was dran ändern. Also Internetverbindung und so habe ich eingerichtet. Es geht also als allererstes um unseren Browser Firefox. Ja, ein paar Sicherheitseinstellungen nehme ich hier immer vor. Das allererste ist das Add-on HTTPS Everywhere für Firefox. Das erzwingt eure Internetverbindung sich zu verschlüsseln. Und ich frage mich gerade, warum hier alles auf Arabisch ist. Weiß der denn, dass ich in Ägypten bin? Interessant. Ja, dann bringt mich das gleich zum nächsten Punkt. Hier bei den Einstellungen im Browser. Als Startseite nehme ich die Seite DuckDuckGo. Hatte ich euch auch schon mal erzählt. Eine der sicheren Suchmaschinen, die also nicht eure Daten mitschneidet und versendet, würde ich euch dringend empfehlen, das als Standard-Suchmaschine einzurichten. Dann geht man hier auf Suchen, ist überall auch schon mit voreingestellt, sucht hier aus. Warum ist er jetzt hier nicht dabei? Doch da, DuckDuckGo. Und dann haben wir hier aktuelle Seite verwenden. Nein, das nicht. Nochmal zurück. DuckDuckGo. So, diese Seite verspricht euch, eure Suche ganz anonym zu behandeln, nicht mitzuschneiden oder zu tracken, und das wollen wir ja auch. Gut, jetzt schließe ich das hier wieder und mal gucken, ob das funktioniert. Nochmal HTTPS. So, sieht das Ganze schon besser aus. Add-on für Firefox. So, und jetzt dieses Add-on würde ich euch dringend empfehlen, es zu installieren. Es zwingt, ihr seht hier oben dieses grüne Schloss, kennt ihr vielleicht von diesen sicheren Verbindungen auf eurer Bankseite oder bei Amazon, die haben das, die meisten Seiten haben das standardmäßig, aber nicht alle. Also fügen wir hinzu, installieren das und ihr seht hier oben jetzt dieses S. Hier ist jetzt HTTPS Everywhere installiert, also jede Internetseite wird verschlüsselt. Ansonsten kriegt ihr eine Warnung, dass die Seite nicht verschlüsselt ist. Und falls die Seite
unbedingt zu brauchen ist, ihr kommt aber nicht drauf, dann müsst ihr hier oben das hier wieder deaktivieren. Aber in der Praxis kommt das so gut wie nie vor. Okay, dann wo ist meine Inhaltsangabe? Firefox ist erstmal soweit abgeklärt. Ah, wir könnten natürlich noch Folgendes machen, wenn ihr den Browser DuckDuckGo benutzt, seht ihr immer hier an der Seite so ein Fenster, die App, ein weiteres Add-on zu installieren, die die Sicherheitsbedingungen dieses Browsers hochsetzt. Könnt ihr euch durchlesen, habe ich bei mir auch installiert, auch eine gute Sache. So, ja, das nächste ist, ich wollte euch eben erklären, warum das so relativ einfach war, dieses komplette System, was ich hier geschrottet habe, wieder zu installieren. Ich benutze einen Tuxedo-Rechner, einen Tuxedo-Linux-Rechner, das erste Mal jetzt seit 10 Jahren. Habe ich also einen Rechner gekauft, der vorgefertigt mit Linux installiert gewesen ist. Die Hardware funktioniert, es ist alles ausgewogen, es gibt keine Probleme. Und wenn man ein Problem selbst verursacht, so wie ich das jetzt wieder gemacht habe, dann nimmt man sich einfach einen USB-Stick und startet das System vom USB-Stick. Ne, ihr müsst also dann, wenn ihr das macht, habe ich ja schon mehrfach erklärt, direkt nach dem Start des PCs mit der BIOS-Taste, meistens ist es Escape, F2 oder F12, dann ins BIOS-Menü und vom USB-Stick starten. Dann passiert das, wie hier im Video zu sehen. Ne, ich mache jetzt hier mal eben gucken, ob das auch funktioniert. Ja, machen wir den Ton mal aus. Also, es wird hier kurz gezeigt, ne, wie toll das ist. Man steckt dann den USB-Stick rein, startet und nach einer gewissen Zeit wird dann hier der Desktop ausgewählt. Ne, das habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt hier Ubuntu LTS 16.04 genommen und dann muss man eigentlich nichts machen. Der Rechner wird genauso wieder hergerichtet, wie ihr ihn gekauft habt. Also ganz wunderbar. Gerade für Anfänger sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und wenn ihr immer regelmäßige Updates macht, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Ich habe also auch all meine wichtigen Daten in der Cloud, sodass ich natürlich sehr experimentierfreudig sein kann, den Computer schrotten kann und mir dann halt so was Dummes passiert wie jetzt hier gerade. Gut, machen wir Firefox, machen wir den Browser mal wieder weg. Ah, ne, wir brauchen ihn noch, denn wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, dass wir einmal sagen, nach der frischen Installation öffnet ihr ein Terminal oder die Konsole und gebt folgende Befehle ein. Ja, ich mache das mal wieder ein bisschen größer. Das ist auch ein Vorteil zu Windows. Mit dem Befehl sudo apt-get update. Jetzt Enter gedrückt, mache ich jetzt nicht, weil ich es gerade gemacht habe, installiert oder werden alle Paketquellen, also alle Softwarequellen, wo das System seine Software herbekommt, abgedatet, aufgefrischt und danach, nachdem ihr den Befehl eingegeben habt, gebt ihr ein sudo apt-get dist-upgrade. So, dieser Befehl sorgt dafür, dass alle, also die komplette Software mit einem Befehl auf den neuesten Stand gebracht wird. Das ist ganz toll, super praktisch, nicht so wie bei Linux, nicht bei Linux, bei Windows und Apple, wo man die ganzen Programme einzeln immer auf dem neuesten Stand halten muss. Das geht hier mit einem Befehl. Muss man auch gar nicht manuell machen, ne? Es gibt hier auch ein Software Center, das euch immer dann erinnert, dass ihr euer System updaten müsst. Gut, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ihr macht das, wenn ihr das wollt, macht ihr das am Anfang und euer System auf dem neuesten Stand. Dann, falls ihr einen sehr alten, schwachen Rechner habt, wollte ich euch auch noch eine Kleinigkeit empfehlen. Und zwar gebt ihr einmal ein den Befehl sudo apt-get install preload. Das ist ein Tipp, den ich von meinen Kollegen, warum Linux besser ist, Alex, mir abgeschaut habe. Brauche ich jetzt aber nicht mehr, weil ich einen relativ nagelneuen, starken Rechner habe. Wenn ihr aber einen
schwächeren, älteren Rechner habt, dann ist dieses Tool oder dieses Programm dafür da, sozusagen eine Statistik zu erstellen, welche Programme ihr benutzt und die also beim Start des Rechners schon vorzuladen, sodass also diese Programme wesentlich schneller oder dass euer Rechner einfach auch schneller startet. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ne? Bei älteren Rechnern würde ich euch das empfehlen. Gut, dann kommen wir jetzt mal endlich zu diesem wunderbar hässlichen Desktop. Ich weiß nicht, warum man sich dieses Hintergrundbild ausgedacht hat. Gnadenlos schlecht. Gut, weil ich es nicht sehen kann, das müssen wir erstmal ändern. Dafür gehen wir ins Netz. Und ich mag das. Ich meine, man merkt das wohl, dass ich Linux gut finde. Deswegen suchen wir uns jetzt mal ein schönes Hintergrundbild aus. Ja, ich hätte, glaube ich, Kubuntu schreiben müssen. Ich suche hier ein bestimmtes mit einem U. So, da haben wir es schon. Gut, dann muss ich mal sehen, warum sind das jetzt so wenige. Ah ja, ich suche hier ein ganz bestimmtes. Ihr kennt das ja aus den ganzen Tutorials. Jetzt seht ihr auch, wie ich das gemacht habe. Ist eine Kleinigkeit, ich weiß, man kann drüber lästern, aber ich finde, Optik ist natürlich ganz gut, gerade wenn man KDE benutzt. Ne, ihr wisst, ihr hört jetzt gerade, wie man Rechner hochfährt. Also KDE ist eher die Desktop-Oberfläche für leistungsstärkere Rechner. Sehr verspielt, es gibt unheimlich viele Einstellungen hier, die man machen kann, so dass man am Ende gar nicht mehr, das sieht aber auch interessant aus, dass man hinterher gar nicht mehr weiß, wo man gewesen ist. Okay, ich glaube, ich nerv euch jetzt. Ich werde einfach mal irgendeins hier nehmen und dann später das. Ja, das ist so. Das geht jetzt nicht. Tut mir leid, also da müsst ihr nochmal durch. Dann nehmen wir einfach dieses hässliche hier. Das ist natürlich, die Auflösung muss natürlich passen, sonst ist das natürlich nicht schön. So, Grafik speichern in meinen jungfräulichen Bildern. Und jetzt kommt das, was so ein bisschen anders ist als bei Linux Mint. Also ich klicke jetzt die rechte Maustaste in den Desktop, Einstellung für die Arbeitsfläche. Und jetzt sehe ich hier die ganzen voreingestellten Hintergrundbilder. Hier könnte ich natürlich einfach eins ausnehmen, aussuchen meine ich. Hier diesen, zum Beispiel diesen fiesen Pinguin. Nein, er ist nicht fies, hier mögen ihn ja alle, ja. So, und dann anwenden. Ihr seht, aha, da ist jetzt der Pinguin. Und ich möchte aber mein eigenes haben. Also gehe ich jetzt auf Öffnen, hole mir mein gerade heruntergeladenes Bild. Siehst du denn das? Mal schauen, das ist so schnell schon richtig. Ja, so, ich gehe aber hier drauf, anwenden, zack, und da ist das Bild. Nicht mehr, na toll. Also nochmal zurück. Keine Ahnung, wo es jetzt hingegangen ist. So, da müssen wir nochmal zurück öffnen. Da. Und okay, so, jetzt bleibt es aber. Gut, das sieht ja schon mal besser aus. Jetzt würde ich euch empfehlen, diese Taskleiste an die Seite zu packen. Ist bei den meisten Rechnern empfehlenswert. Die haben ja diese Flachbildschirme mit den, die eher waagerecht oder länger sind als wie heißt es, also die Form der modernen Bildschirme ist einfach, da ist einfach die Taskleiste besser an der Seite angebracht, das ist platzsparender. So, da gehen wir hier auf Einstellung für Fensterleiste und nein, das war es nicht. Seht, ich habe es lange nicht mehr benutzt. So, hier an der Seite. Ja, das war einfach richtig. Ich muss es nochmal eben zeigen. Ihr seht hier rechts unten, kann man schlecht sehen. Ich hoffe, neben der Uhrzeige sind drei Balken. Das sind die Einstellungen für die Fensterleisten und für viele, viele andere Sachen. Muss ich einmal näher rangehen. Ihr seht jetzt hier Bildschirmkante, Höhe. Wenn ich jetzt hier drauf gehe mit der Maus, guckt, seht ihr, dann kann ich jetzt schon die Breite des... das habe ich euch alle schon erklärt. Das machen wir jetzt schneller. Das kennt ihr alle schon aus einem anderen Tutorial. Wer das nicht gesehen hat, der schaut sich das in einem anderen Tutorial an. Einstieg in Plasma habe ich das genannt. Und ich ziehe jetzt mal einfach die Seite rüber. Ich hoffe, das geht jetzt auch, wo ich es gerade so großspurig angekündigt habe.
haben wir es denn? Jetzt funktioniert es nicht, weil ihr dabei seid. Ist doch eine Qual. Weitere Einstellungen. Muss ich mal näher ran. Kontrollleiste maximieren, sondern das ist es nicht. Das habe ich schon alles durcheinander gemacht. So, gut, probieren wir es gleich nochmal. Mini-Programme hinzufügen ist auch wichtig, denn dieser Starter hier unten, der geht gar nicht, der ist richtig hässlich. Und da müssen wir gucken, welcher ist das? Anwendungsmenü. Ah, so, hier ist jetzt hier unten, seht ihr, ist jetzt ein zweiter aufgetaucht. Und das ist der alte. Warum geht der neue nicht? Weil es ist heute nicht der Tag. Der schließen wir das mal eben wieder. So, wenn wollt ihr das wieder weg haben, geht ihr hier auf, habt ihr gesehen, auf den Balken und das rote ist weg, gelöscht. Nochmal wieder auf Mini-Programme hinzufügen. Da tauchen sie auf an der Seite. Und ich möchte meinen lieben alten Starter wieder haben. Müsste also mal gucken. Ich glaube, das ist das, was jetzt schon installiert ist. Arbeitsflächenanzeiger. Ah, mal gucken. Ja, ich will euch auch nicht langweilen. Das haben wir ja alle schon mal gemacht. Das muss ich halt jetzt. Da muss ich halt durch. Das muss ich mal alleine ausprobieren. Und ich glaube, der ist aber der richtige. So, da ist jetzt ein zweiter unten aufgetaucht. Hoffen wir mal, dass der das jetzt ist. Haben wir der, das ist er, genau. So, und der muss jetzt wieder weg. Wie kriege ich den jetzt gelöscht? So, hier rüberfahren. Und ihr seht, hier taucht jetzt dieses rote X auf. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann ist er nicht gelöscht. So, das war falsch. Das müssen wir eben wieder zurücknehmen. Der sollte ja gar nicht weg. Anwendungsstarter will ich doch nicht haben. So, jetzt ist er weg. So, und den schiebe ich jetzt hier so rüber. Seht ihr? Geht auch. Gut. Die Leiste einmal hochgesetzt. Einmal versuche ich es noch. Und dann. Ja, so geht es. Gut, da ist er. Okay, jetzt muss das hier nur noch wieder ein bisschen breiter. Ganz so dünn soll es ja nicht sein. Und das hier muss so runter. Schiebt das hier alles so zurecht. Er will nicht. Ja, weil der. Ja, ihr seht, man muss ja ein bisschen rumfummeln, man braucht ja ein bisschen Geduld, bis das klappt. Ja, also hier ist irgendein Abstandhalter nicht richtig. Egal, mache ich das in Ruhe, wenn ich dafür Zeit habe. Ich will euch hier nicht langweilen. Ihr habt jetzt gesehen, erstmal wie es geht. Ne? Wir haben die Leiste rübergezogen, wir haben hier ein Miniprogramm drauf gebaut und mir gefällt jetzt die Farbe noch nicht. Dafür werde ich jetzt hier aber erstmal wieder das schließen. Die Mini-Programme sperren. So, seht ihr, jetzt ist hier unten dieser Doppelbalken weg. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Jetzt kann ich also ganz normal meine Programme oder mein Menü nutzen. Also normalerweise muss das hier unten hin. Das baue ich aber noch später richtig. So, was haben wir als nächstes auf der Liste? So, jetzt muss ich mich natürlich wieder umorientieren. Wahrscheinlich habe ich das jetzt gelöscht. Was ist das? Das wäre es natürlich. Habe ich das jetzt hier gelöscht? War eine schöne Übersicht, die ich für euch angelegt habe, oder ist die noch da? Ja, ich habe es gelöscht. Ich bin ganz cleverer. Gut, dann machen wir trotzdem weiter. Also ich möchte jetzt in die Einstellung, Systemeinstellung, und kommst du hier rüber? Ich benutze den zweiten Bildschirm, deswegen gucke ich immer rüber. So, ihr seht jetzt hier die Haupteinstellung, haben wir auch schon besprochen bei Plasma. Ich möchte jetzt auf jeden Fall den Arbeitsbereich ändern, der ist so hässlich. Was hatte ich denn gehabt? Dunkel Breeze, kann mich gar nicht mehr erinnern. Hier unten auf Anwendung und alles ist jetzt dunkler. Oder war es Breeze? Keine Ahnung. Anwenden. So, jetzt seht ihr, es ist hier alles etwas anders geworden. Man muss hier aufpassen, dass bei den ganzen Programmen auch noch alles angezeigt wird. In manchen Fenstern sind dann die Fensterleisten durch die ganzen Farbeinstellungen nicht mehr zu sehen. Ja, ihr seht jetzt, hier ist alles dunkel geworden, aber das hier ist zum Beispiel noch hell, das passt nicht. So, jetzt gehe ich mal hier auf Oxygen, hatte ich glaube ich vorher, auf Anwenden
Und ja, jetzt sieht es schon wieder besser aus. Gut, das soll erstmal reichen. Ihr seht jetzt, ne, mein Menü sieht schon wieder wesentlich edler aus. Ist natürlich klar, dass das mehr Power kostet, mehr Ressourcen. Und ich schaue noch mal eben zu. Mini-Programme entsperren. Ob ich hier dieses blöde Symbol runterkriege. Warum ich jetzt nicht runterkriege. So, jetzt nach oben will es. Wahrscheinlich ist hier irgendwas dazwischen, was nicht angezeigt wird. So. Er will es einfach nicht. Es hat schon mal funktioniert, aber vielleicht klappt es ja bei euch besser. Also wieder Mini-Programme entsperren oder sperren, damit hier sich nichts verstellt werden kann. Gut, der nächste Punkt, der gemacht werden muss, ist, jetzt gucke ich mal, ob meine Textverarbeitung, ja, das Programm App Grid ist eine super, 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 super große Hilfe. Habe ich hier aus der Zeitschrift als Tipp und könnt ihr mal selber schauen. Ich lese es euch ja gleich vor. AppGrid ist also ein Paketmanager, also sozusagen ein kleines Programmchen, was euch hilft, die Software bei Linux zu installieren. Man kann das natürlich nur übers Terminal machen oder man macht das mit ein Paketmanager und das ist eigentlich ganz praktisch. So, der wurde hier auch empfohlen, weil der Paketmanager in Ubuntu nicht ein bisschen langsam träge ist, nicht so ein großes Angebot an Apps hat. Und ich bin sehr zufrieden, habe den jetzt seit ja, gut einem Jahr getestet und deswegen installieren wir den jetzt mal zusammen. So, dafür öffnen wir ein Terminal und ihr seht schon, es nervt auch, dass die wichtigsten Sachen nicht an der Seite auf der Fensterleiste sind. Das machen wir doch mal eben auch. Das ändern wir erstmal. Also Dolphin, zum Beispiel der Explorer sozusagen in Linux, das Dateienverwaltungsprogramm, mit Rechtsklick als Starter hinzufügen und dann erscheint er an der Seite. So, jetzt gucken wir noch mal eben die Konsole. Rechtsklick als Data hinzufügen will er jetzt nicht. Muss aber klappen zu Favoriten. Oder habe ich ihn nicht gesehen? Ja, normalerweise müsste es aber so gehen. Ah, wir schauen noch mal System, die Konsole, da ist sie. Ja, komischerweise ist er aber schon, soll er schon da sein. Ich sehe es nicht, guck gleich nochmal in Ruhe nach. Gut, also ich quatsche euch heute sehr viel voll, ich weiß, aber es ist auch sozusagen eine Live-Notsituation. Peter hat sein PC geschrottet. So, AppGrid Software Center installieren. Er soll ganz toll sein, dafür brauchen wir ein paar Befehle. Das erste, sudo add dann minus apt minus Repository. Nicht vertippen, ein kleiner Tippfehler und alles ist dahin. PPA Doppelpunkt App Grid. Ist also nicht falsch geschrieben. App Grid Stable. So. Damit das auch nochmal, wir gucken nochmal nach. Sudo, das macht es für euch nochmal ein bisschen größer. Ihr wollt das ja vielleicht auch selbst machen. Also, sudo add, sudo Leerzeichen add minus apt minus repository auf Englisch, dann Leerzeichen PPA Doppelpunkt app grid und slash stable. So, wir drücken einmal Enter. Passwort. Enter. Und wir wollen fortfahren. Wir drücken wieder Enter.
Und das war's. Jetzt kommt der nächste Befehl. Die Paketquelle ist also hinzugefügt, also die Softwarequelle sozusagen. Jetzt müssen wir wieder die ganzen Pakete auf den neuesten Stand bringen. Sudo apt-get update. Sudo apt-get update. Nicht vertippt und wieder. Jetzt hoffen wir, dass es nicht zu lange dauert. Ansonsten würde ich hier das erste Mal einen Schnitt machen. Oder ich quatsche euch einfach voll. Übrigens, ich nehme hier das ganze Tutorial wieder auf mit Open Broadcaster Software und war natürlich das allererste, was ich installieren musste, sonst hätte das hier ja gar nicht funktioniert. Gut, jetzt der letzte Befehl, der letzte Teil. Jetzt installieren wir endlich Upgrid. Sudo apt-get install Grid. AppGrid. So, ist das auch alles richtig? Ja. Dann, ja, wir möchten das. Ja, Enter. Gut, dann können wir die Zeitung jetzt mal. Da sind auch noch einige andere Tipps für Ubuntu drin. Ne, wer zum Beispiel Steam spielt oder die Spieleplattform, kann man sich hier auch nachinstallieren und viele, viele andere Sachen. Gut, aber wir wollen heute nicht übertreiben. Wir machen ja heute schon eine ganze Menge. So, während das hier installiert, verkleinern wir das mal und ich überlege, ob wir jetzt so langsam am Ende angekommen sind. Was haben wir bisher alles gemacht? Wir haben unseren Firefox-Browser ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern etwas sicherer gemacht durch dieses Add-on. Jetzt sehen wir auch, es hat funktioniert. DuckDuckGo ist angezeigt. Jetzt wird hier gefragt, ne, dass man hier dieses Zusatz-Add-on installieren möchte. Das mache ich auch. Und fertig ist es. So. Dann haben wir, ja, ihr könnt euch das mal alles in Ruhe durchlesen, was der Browser hier verspricht. Glaubt mir aber, er wird in vielen Fachzeitschriften empfohlen, immer noch, jetzt seit 2 Jahren. Die Suchmaschine, die also nicht mitschneidet und die Daten an Google sendet, die empfehle ich euch dringend zusammen mit der Einstellung hier oben HTTPS Everywhere, so als kleine Grundsicherheitseinstellung. So, es sieht hier aus, als wäre jetzt unsere Installation fertig. Schauen wir mal eben nach und ob, na, ich vermisse unten mein Menü. Ich kriege das aber noch hin. Also, was haben wir hier installiert? App, ja, ich sehe schon, Upgrade, da ist es. Ja, ich stimme zu. So, und ihr seht schon, das hier ist jetzt der Paketmanager. Ihr könnt also hier nachgucken oder der App Store, wie das da bei Windows heißt. Ihr könnt also jetzt, was ist denn ganz wichtig, den YouTube DL, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Also installiere ich immer, brauche ich andauernd. Mein Passwort ist so kompliziert, vergesse ich manchmal. Also, ne, man kann sich hier ein Programm oder was raussuchen, was man braucht, installiert das, muss es also nicht übers Terminal machen, kann man aber auch, ist Geschmackssache. Und dieses YouTube DL ist jetzt erstmal so weit, wenn es hier installiert ist, lädt das YouTube-Videos runter, als MP3, MP4, was auch immer. Und das müsst ihr aber übers Terminal machen. Wer dazu eine grafische Oberfläche braucht, kann sich das auch nachinstallieren. Ich habe dazu noch kein extra Tutorial gemacht. Da empfehle ich dann wieder einmal den Alex, warum Linux besser ist von seinem Kanal. Zeig euch das nochmal. Ich weiß, wie ärgerlich das ist, wenn man so eine Sache nicht ganz fertig kriegt. Also ihr braucht dieses Video hier. Oh, der YouTube-Sender weiß, dass ich nicht in Europa bin. So, warum Linux besser ist, Alex, YouTube, GUI, glaube ich, hieß das. Mal gucken. So. Ja. So, das und dann hat er hier noch einen zweiten
Ja. Das ist das Video, was ihr braucht. Ich finde es gut, hier wird kurz erklärt, welche Befehle ihr braucht oder wo wir gerade dabei sind. Mache ich das vielleicht auch mal eben für euch. Das ist Alex. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen darf, hier auf andere Kollegen verweisen. So, da seht ihr die. Ich mache das mal ein bisschen größer. Sudo add apt-repository ppa Doppelpunkt nilarimogat web-update. Ja, wenn ich hier gerade schon so rumquatsche, kann ich das auch eben selber machen. Ich brauche das ja sowieso. So, ich habe ja wie gesagt alles geschrottet. Dann machen wir das auch mal eben zusammen. Gucken wir, ob ich euch nicht zu viel versprochen habe. Oder zu viel, ob das hier funktioniert. Also sudo apt-get. Nein, Entschuldigung, falsch. Sudo add-apt-repository ppa Doppelpunkt nilarimo guard slash web up d8, also update. War es das schon? Mal eben gucken. Gut, scheint alles gewesen zu sein. So, und dann machen wir es auch mal ein bisschen größer noch für euch. Sudo apt-repository ppa-nilarimo-guard. Ist das denn so alle richtig? So, Enter, Passwort. Und es passiert nichts. Ja, super. Ja, so ist das. Ich habe mich irgendwo verschrieben. Aber ist nicht so wichtig. Kann das gleich nochmal machen. Ihr wisst auch, wie es geht. Ich glaube, das Lilari ist nicht mit Y, sondern mit einem I. Und ja, mache ich gleich nochmal. Aber ihr habt es ja gesehen, wie es richtig geht. Danach habt ihr also die Möglichkeit, YouTube-Videos runterzuladen, ganz bequem in einer grafischen Oberfläche. Gut, ich denke, es soll jetzt erstmal reichen. Wir haben jetzt eine ganze Menge gemacht. Kubuntu kann man jetzt nutzen. Ihr wisst, so, das hier ist vielleicht für euch am Anfang auch ganz schön. Die ganzen Spielereien, die ganzen Einstellungen von der Oberfläche von Kubuntu. Wie kann ich das einstellen? Ihr seht hier die ganzen Spielereien. Ihr könnt die Schrift ändern, ihr könnt die Farben, ihr könnt den Anmeldebildschirm. Alles Mögliche kann man hier im Plasma ändern. Tobt euch da aus und am Ende wisst ihr wahrscheinlich so wie ich oft gar nicht mehr, wie es wieder zurückgeht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sozusagen Linux live aus dem Leben. Die wichtigsten Dinge einmal installieren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir was in die Kommentare und vielleicht gebt ihr mir auch mal ein paar Tipps. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao, ciao, bis bald.